What is that? Was? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über das King Kong Godzilla Live Event, was wir sehr wahrscheinlich bekommen werden, wie es aussieht. Die Frage ist jetzt, wann bekommen wir es? In Season 2 Reloaded oder in Season 3? Darüber werden wir reden. Wir werden uns einige Leaks anschauen, die wirklich sehr interessant sind. Und heute könnte auch der Blogpost zu Season 2 Reloaded kommen. Heute Abend um 19 Uhr ungefähr. Ich werde da auch direkt ein Video machen, also stay tuned. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr es nicht verpassen wollt. Und liked gerne das Video am Ende, falls es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Leaks. Und zwar können wir jetzt hier den Operator sehen, und zwar ist das der King Kong Operator, den wir höchstwahrscheinlich im Operation Monarch Bundle im Shop sehen werden, wie es aussieht. Es wird eventuell zwei Bundles geben, ein Godzilla Bundle und ein King Kong Bundle, wie wir das auch schon auf Caldera gesehen haben. Das ist der Operator, so sieht er aus. Wir sehen hier, er hat so eine King Kong Maske auf, irgendwie Mecha King Kong oder sowas. Wir hatten ja Mecha Godzilla auf Caldera und jetzt eventuell Mecha King Kong. Außerdem sehen wir hier auch noch eine Monarch Blueprint. Ich denke mal, dass das auch im Bundle mit dem King Kong Operator, den wir eben gerade gesehen haben, drin sein wird, weil das Design auch hier so gelb ist, wie eben gerade beim King Kong Operator auch so ein bisschen. Und hier sehen wir so eine Hand. Diese Hand hatten wir auch schon damals auf Caldera gesehen in dem King Kong Bundle. Deswegen kann es sehr gut sein, dass wir das alles in einem Bundle sehen werden. Diese Waffe wurde jetzt auch in den Daten gefunden. Ich denke mal, dass diese Waffe auch in dem King Kong Bundle enthalten sein wird. Vor einem Monat ungefähr wurden bereits einige Finishing Moves geleakt, darunter ein Finishing Move für King Kong. Der heißt in den Daten Banana, warum auch immer. Passt natürlich so ein bisschen zu King Kong. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier dieses Video an. Hier sehen wir die ganzen Finishing Moves. Ist schon geil. Diesen Finishing Move kennen wir aber auch schon aus Caldera. Okay. Also ist schon sehr, sehr krasser Disrespect, wenn du jemanden mit diesem Finishing Move wegholst. Vor allem in Ranked auch. Ich glaube, ich werde diesen Finishing Move eventuell in Ranked benutzen und die Leute komplett wieder in die Lobby werfen. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Okay, also er zeigt hier immer wieder dasselbe. Ich denke mal, wir wissen jetzt, wie der Finishing Move aussieht. Okay, und ich denke mal, dass wir diesen Finishing Move, weil der ja in den Daten ist, dann auch in dem Godzilla vs. King Kong Event sehen werden, wenn es denn ein Event geben wird, wovon ich persönlich ausgehe. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal den Operation Monarch Trailer in Warzone an, den wir bekommen haben zu Caldera-Zeiten, und danach reden wir über das potenzielle Release-Datum. Let's go. It wasn't until some time later that we realized the storm was coming. Something far more powerful and fearsome than anything we could ever hope to comprehend. Dieser Trailer war geisteskrank. Ach du Scheiße, Mann. Godzilla kommt aus dem Wasser. Oh mein Gott. Digga, das ist so geil. Sehr geil. Sehr geiler Trailer. Also wir wissen alle, COD kann Trailer und COD kann Trailer wirklich sehr, sehr gut. So, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Trailer rein, den wir damals auf Caldera hatten, um zu gucken, wie das Event diesmal in MW3 und in Warzone so sein wird. Ich
denke mal, dass wir diesmal auch wieder einige Trailer sehen werden, bevor das Event rauskommt. Players drop in and they will be introduced to a Titan frenzy right away. The action starts really hot. Players opt in to fight either Kong or Godzilla to get rewards that will give them a massive advantage for the rest of the match. Players that do the most damage will get the Monarch Scream device. Players can use das the Monarch geil. Scream device to direct a Titan's wrath against other squads. Ja, das ist nämlich sehr geil, weil du hast dieses Device. Mit Hilfe von diesem Ding konnten wir dann Killstreaks steuern von Kong oder Godzilla. Das heißt, wir konnten jetzt hier irgendwas platzieren und da hat halt dann Godzilla einen Laserstrahl hingeschossen oder sowas. Und auf der anderen Seite hatten wir dann noch eine King Kong Killstreak, wo er irgendwie Steine geworfen hat oder sowas. Und das werden wir, denke ich mal, wahrscheinlich dann auch in Warzone jetzt auf Urzikstan sehen. Ich denke nicht, dass wir dieses Event auf der kleinen Map sehen, auf Fortune's Keep oder auf irgendeiner anderen kleinen Map. Ich denke mal, das wird auf Urzikstan sein. Das war eigentlich ganz cool. War aber auch nur ganz kurz natürlich cool, ne? Aber trotzdem ganz cooles Event eigentlich. Heilige Scheiße, wie groß die auch einfach sind, ne? Ja. True to a proper battle royale experience and despite the presence of the Titans, players are still fighting to be the last squad standing. Time to prove that your squad bows to no one. Good luck. Ja, das war schon ein ganz cooles Live-Event, aber das beste Live-Event, wissen wir alle, war das Live-Event, wo wir alle auf Verdansk zum Stadion gelaufen sind und dort wurde dann Cold War revealed mit dem neuen Trailer. Das war natürlich das allerkrasseste Live-Event ever. Das war im Gegensatz dazu natürlich nicht so cool, aber es war trotzdem cool. Besser als nichts, besser als alle anderen Events. Live-Events sind immer eigentlich ganz nice, finde ich. Ich freue mich darauf und wir können da auch verschiedene Belohnungen freischalten, Herausforderungen und so weiter und so fort. Wir hatten auch verschiedene Tracer-Packs wie dieses hier. Das ist das Godzilla Tracer Pack gewesen, womit auch alle rumgelaufen sind. Jeder hat mit dieser Waffe gespielt. Das war die STG, Leute. Geisteskranke Waffe. Ich habe sie geliebt. Und auch geile Operator-Skin. Und ich denke mal, dass wir diesmal genau dasselbe auch wieder bekommen werden. So, hier sehen wir das Ganze. Breath of Godzilla, Blueprint, Awakened Alpha, Blueprint. Dann hier noch eine Visitenkarte, ein Spray, nochmal ein Spray und ein Emblem. Und wir hatten dann natürlich auch noch das King Kong Bundle, das seht ihr hier. Da auch der Finishing Move, der auch schon in den Daten ist. Und Banana heißt. Ja. So, hier sehen wir auch zwei Waffen. Blueprints, Temple of Kong, Skull Island Shaker, ein Spray, ein Talisman, ein Emblem und nochmal eine Blueprint Kongs Skepta und natürlich hier den Operator-Skin nicht zu vergessen, aber die meisten Leute hatten, wenn ich mich nicht ganz täusche, damals den Godzilla-Skin. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum bekommen wir jetzt genau dasselbe Event, was wir damals schon auf Caldera gehabt haben, und zwar hat es einen einfachen Grund, es gibt einen neuen Film, Godzilla vs. Kong, The New Empire. Und dieser Film kommt am 29. März in den Vereinigten Staaten raus. Bei uns ist es irgendwann im April, am 3. April oder irgendwie sowas. Oder am 4. April, ich weiß nicht ganz genau. Und Anfang April, am 2. April, meine ich, kommt Season 3 raus. Und deswegen denke ich mal, dass wir dieses Event dann auch in Season 3 sehen werden. Eine Woche vorher bekommen wir ja den Blogpost. Und dort sehen wir schon das ganze Marketingmaterial. Und es bietet sich dann natürlich auch an, nochmal ein neues Godzilla vs. Kong Event in COD zu bringen. Ja, und das war's jetzt auch mit dem Trailer. Ja, okay, sieht ganz cool aus. Ich freue mich. Ich bin auch gespannt auf das Live-Event. Ich hoffe, wir bekommen überhaupt ein Live-Event. Und dann werden wir noch einige Sachen freischalten können mit verschiedenen Herausforderungen, denke ich mal. Ich denke nicht, dass es einfach ein Event sein wird, wo wir einfach EP sammeln müssen und dann die verschiedenen Sachen freischalten, sondern ich denke, es wird wirklich so ein großes Event sein, Live-Event, wo wir einen großen King Kong, großen Godzilla sehen. Also,
Ich hoffe es zumindest. Es kann natürlich auch ganz anders kommen. Da müssen wir uns noch überraschen lassen. Aber ich denke, dass wir das Event dann auch erst in Season 3 sehen werden und nicht in Season 2 Reloaded. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, falls es der Fall ist. Und ich werde heute natürlich nochmal ein Video machen, wenn der Blogpost zu Season 2 Reloaded rauskommt. Da freue ich mich schon. Das Video wird dann wahrscheinlich um 20.30 Uhr ungefähr hier online sein. Deswegen abonniert den Kanal, aktiviert auch die Glocke, dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im Livestream, Leute. Haut rein, bis dahin und ciao.